Hallo meine lieben Freunde und danke, dass ihr bei mir wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Nero und wir spielen eine weitere Folge hier von Renegade X und das ist diese komische Map, glaube ich, wo ich mich wüsste, was das für eine Map ist, weil ich sie nicht kannte, diese Dreieck. Kann ich jetzt gar nicht raus, okay. Also hier als Öffnung. Und wir laufen mal hier ein bisschen lang, wir wollen jetzt auch die Map ein bisschen sehen. Ihr seht, der Server ist jetzt nicht besonders voll, aber ich dachte mir, komm, es sind 20 Leute da. Und eine Map, die ich so nicht kenne, da kann ich euch die Map wenigstens mal vernünftig zeigen mit diesem riesen Tiberiumfeld. Alter, krass. Dafür, dass ein Meteor diesen Kristall hier auf die Erde gebracht hat, in Italien, Fluss Tiber, Tiberio, daher kommt das. Mist. Non-Tiberium Silo under attack. Tech building captured. New technology acquired. MRLS ready. Ah, ich hab's versucht, noch so lange wie möglich zu probieren. Factory under attack. Kommen noch mehr Flamer. Ach, ich kann ja hier auch in der Mitte rüberlaufen, wo die Fahrzeuge nicht lang können. Hey, hey. Schöner Sniper-Aussichtspunkt da oben. Und weil ich den Sniper-Aussichtspunkt gesehen habe, laufe ich jetzt lieber hier hinten lang. APC ready. Lead tank ready. Was hat der denn für eine krasse Waffe? Eine Maschinenpistole oder Scheiße? Warning. GDI Tiberium Refinery under attack. Ach, das ist doch nervig. APC ready, Nod airstrip under attack. Habe ich gut Schaden kassiert, weil ich bei dem stand. Ja, gegen die zwei habe ich einfach keine Chance. Die lösen mich hier auf, wie ihr seht. Ah, das macht nicht so viel Sinn. MRLS ready. Medium tank ready. Hm, das lief ja bis jetzt nicht so hervorragend. Ich habe auch mega Pech immer in dem Moment. Na, jetzt ist wieder keiner von denen. Da, guck mal, das meine ich. Das ist doch zum Kotzen, ey. Kann man so viel Pech haben? Thank you.
Terrorists are under attack. Warning, GDI weapons factory under attack. Alter, kannst du auch mal verteidigen, du kleiner Struller? Du hier, genau du. Links. Habe ich jetzt echt C4 fallen lassen? MRLS ready. Nuclear strike approaching. Please evacuate target area. Nuclear strike beacon is offline. Non-Tiberium refinery under attack. Non-Tiberium refinery destroyed. GDI infantry barracks repaired. Der ist einfach drauf gefahren, cool, aber wir müssen es schaffen. GDI Infantry Barracks under attack. MRLS ready. Ion cannon system is offline. Airstrike en route. So, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder dieselbe Verhältnisse. Keiner von beiden kriegt mehr Geld. So, was haben die jetzt davon? APC ready. Ah, hat er mich angefahren. Warning. GDI Weapons Factory under attack.
Ja, ist blöd mit so wenig Leuten in Anführungsstrichen mit den Flamers. Ich meine, es ist ja ein schönes Extrageld, was wir jetzt hier gerade kriegen, aber so können wir uns auf jeden Fall nicht verteidigen. Nee, ich darf hier nicht raus. Super. Gut, weil ich wollte jetzt zu den scheiß Barracks, weil er weiß die Nuklearbombe, was er oben gesagt hat. Und ich dachte, wir sind hier mit drei Leuten genug, aber dass er jetzt alle dahin rennt, damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, super, haben wir gut verloren gegen die Flamer. Keine Chance gegen die Flamer mit nur so wenig Leuten und SBHs und offen ohne Abwehrturm. Da ist die Map nicht machbar. Die Map ist geil, die gefällt mir richtig gut, aber nicht mit so wenig Leuten. Das ist so meine erste Diagnose, die ich zu dieser Map sagen kann, die ich ja vorher so gar nicht kannte. Na gut, ich hoffe, die Folge hat euch auf jeden Fall gefallen. Wir sind ja ein ganz klein bisschen unter der Zeit, aber wenn es nicht immer 20 Minuten wird, muss ja nicht sein. Ist so, wie es ist. Ich nehme mal Trainingsyard einfach mal so aus Bock. So, danke liebe Leute, dass ihr zugeguckt habt. Wenn ihr mich unterstützen wollt und die Folge euch gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen zurück nach oben zurücklassen. Es würde mich sehr freuen. Wie gesagt, unterstützt mich und bis zum nächsten Mal. Ansonsten, tschüss!